Mit der richtigen Kuh könnte man sogar noch reicher werden. Die Schaumkrone der Genoptimierung präsentiert die Schau der Besten im niedersächsischen Verden. Ein Schönheitswettbewerb für Kühe mit deutlichem Fokus auf ein besonderes Detail. Was erkennen Sie jetzt mit dem fachmännischen Auge bei der Kuh? Ja, der ganze Hinteräuter könnte viel noch mehr rauskommen. Man sieht wenig Hinteräuter bei der Kuh. Ist auch ein bisschen loser im Vorderäuter. Das ist der Unterschied. Aber wir sind schon hier auf einem ganz hohen Niveau. Wir jammern hier auf ganz hohem Niveau, das ist so. Der Glanzpunkt bei einer Kuh muss eigentlich das Euter sein. Ein schön beadertes Euter heißt mit sehr viel Textur. Es folgt eine Piepshow für Euterfans und Leistungsschau zuchtoptimierter Milchproduktion. Gänsehautstimmung. Na, da haben wir den Makel. Sind halt doch noch Tiere. Am Ende der Euterschau steht ein Name. Lady Gaga. Die Kuh mit diesem Namen gewinnt auch wegen ihrer femininen Ausstrahlung, so die Jury. Ich bin eigentlich sprachlos. Das ist ganz selten, aber ich bin sprachlos. Die wussten, dass sie gewinnen. Nee, ich hab's gehofft, aber wissen kann man das nicht. Die mittlere Siegerkuh war eine ganz, ganz harte Konkurrent. Das war eine richtige Waffe. Aber den Kampf hat sie verloren. Eigentlich hat hier gar keine Kuh gewonnen. Gewinner sind die Menschen. Wenn Sie jetzt mal so zurück überlegen an Ihre Kindheit, sahen die auch so aus damals oder hat sich schon was verändert? Früher waren die Kühe kürzer und viel schwerer als heute. Heute sind das reingezüchtet auf Milchleistung. Das hat schon der Mensch gemacht. Das hat der Mensch gemacht. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der Mensch macht das mit Menschen.